So, und wieder mal der Matthias Schreiber von der Typo 3 GmbH. Matthias, du hast uns letztes Jahr erzählt, mit der Version 10 ist Typo 3 fertig. Die genau. Version 10 ist jetzt erschienen. Du bereitest dich auf den Ruhestand vor? Genau, also wir machen jetzt nichts mehr. Wir haben jetzt auch die Insel gekauft und Learjet wird geliefert, hast halt Lieferzeit, aber kommt und dann sind wir fertig. Okay, so das war's aus der Typo 3-Szene. Ihr seid wahrscheinlich doch noch am Plan und macht weitere Sachen. Wie sind die nächsten Ziele? Na gut, also wir wollen jetzt erstmal durchstabilisieren, was wir halt noch haben. Und wo wir jetzt Wert drauf legen, ist, dass das System mehr mit dem Nutzer reden kann. Also auch aktiv über Kanäle von draußen. Also, dass wir die Möglichkeit geben, jetzt nicht wie ein Newsfeed, aber dass du einfach Informationen an den Redakteur reingeben kannst, eine sinnvolle Notification-API, wo Typo dem Redakteur Bescheid sagen kann, wo du als Agentur Infos reinfeeden kannst ins System, damit man einfach mit dem Nutzer in Kontakt treten kann. Das ist so, wo wir im Moment Wert drauf legen. Das hätten wir gerne. Genau. Aber das Grundsystem, meinst du, ist soweit rund, dass man inzwischen wirklich da nicht mehr die ganz groben Schnitzer hat, wo... Also, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben die letzten Sachen nachgezogen, die wir uns für das URL-Handling gewünscht haben. Also, wenn du eine Seite durch die Gegend schiebst, dass dann automatisch Redirects angelegt werden. Das Sites-Modul lernt noch ein paar neue Tricks. Du kannst da immer noch irgendwo optimieren. Es kommt jetzt nicht das Ultra-Monster-Killer-Feature dazu, was es vorher auf der Welt nicht gab. Aber wir machen halt Sachen so ein bisschen runder. Ne? Also, so Dashboard ist jetzt nicht, dass es auf der Welt noch nie ein Dashboard gegeben hätte, aber... Das Dashboard kommt jetzt, das ist ja da. Und das lernt jetzt auch noch immer neue Tricks dazu. Das sind so Geschichten, dass die Arbeit mit dem System einfach runder von der Hand geht. Wird das Dashboard inzwischen gut angenommen von den Extension-Entwicklern? Also, dass die ihre eigenen Elemente dort einblenden? Finde ich jetzt nach 2 Wochen nach Release ein bisschen kurz. Noch nicht von fertigen Ergebnissen, aber schon so vom Feedback, von der Rückfrage, dass ihr also merkt, das wird angenommen. Also, beklagt hat sich noch niemand. Da sind jetzt eher Fragen so, ich brauche einen ganz bestimmten Darstellungsstyle in meinen Graphen, so Geschichten. Sowas kommt jetzt dazu. Wir bauen unsere Extensions, die dashboardige Informationen bereitstellen. Also Google Ads so als Thema oder auch das neue Translation-Modul, das jetzt kommt. Das hat halt auch Feeds für das Dashboard. Das ist so. Das wird so ein Mini-Ökosystem, hoffentlich. Jetzt ist durch verschiedene Schnittstellen und Anbindungen ja auch der Austausch mit anderen Systemen inzwischen Alltag geworden. Also das heißt, viele CMS verwenden Elemente, die ihr verwendet, ihr tauscht euch wieder aus. Es hat die berühmten Fehler von Typo 3 im Drupal, war es, glaube ich, gegeben. Ist das eher eine gemeinsame Weiterentwicklung oder wie steht Typo 3 im Vergleich zu anderen Open CMS jetzt aktuell da? Das ist immer die Frage, wie Fahrzeughersteller nebeneinander dastehen. Ne? Also das ist jetzt so, du hast Leute, die bauen Fahrräder, du hast Leute, die bauen Autos, du hast Leute, die bauen LKW, du hast Leute, die bauen Schiffe. Ne? Alles irgendwie Fahrzeuge, ne? Aber wie steht man im Vergleich da? Also ob jetzt die S-Klasse mit einem Containerschiff der neuen Generation mithalten kann, ich finde das schwer zu beantworten. Was wir einfach machen, wir berufen uns halt auf unsere Kernwerte. Ne? Also wir lösen komplexe Problemstellungen. Multisite, Multilanguage, der ganze Spuk. Das ist halt, wenn du harte Anforderungen hast, das ist, was wir gerne lösen wollen. Ne, wenn du eine total simple Seite hast, weiß ich nicht, nimm einen Website-Baukasten oder irgendwas. Weil deine Probleme dann nicht komplex sind. So, aber ansonsten, prinzipiell glaube ich, stehen wir sehr, sehr gut da. Also es gibt wenig Challenges, die wir nicht lösen können. Wir laufen nicht jedem Hype hinterher. Das hat sich auch über die Jahre als sinnvoll rausgestellt, also nicht einfach alles mitzumachen, weil es gerade hip ist. Und lösen kannst du mit Typo 3 eigentlich ja auch vorher schon alles. Also jetzt, weiß ich nicht, so alle schreien jetzt gerade Headless CMS hinzugehen und zu sagen, wir spucken jetzt Content als JSON-Feed aus, das konntest du mit Typo 3 schon in der Version 3.3 machen. Also geht schon alles. Wie sieht es denn mit der Internationalisierung in der Verbreitung aus? Also bisher ist Typo 3 immer noch sehr im europäischen Kern genutzt. Du bist letztes Jahr sehr viel unterwegs gewesen. Du warst bei Google, du warst unter anderem auch, glaube ich, in Ruanda, um in verschiedenen Projekten da Typo 3 auch zu promoten und zu unterstützen. Naja, das ist also zurück zur vorherigen Antwort. Ne? Wir lösen halt komplexe Probleme. Und wenn du dir das anschaust, was jetzt gerade in Ruanda passiert,
Die stellen halt komplett, die komplette Regierung auf Typo, weil die komplexe Anforderungen haben. Du hast aber auch Sachen, also der Punkt ist, du kriegst aus dem, ich sag mal, nordamerikanischen Bereich, kriegen wir gar nicht so wahnsinnig viel mit. Aber die Leute sind da, die das machen. Also wir haben zig Universitäten in Kanada, die das benutzen. Die komplette Provinz Quebec benutzt das. In Indien passiert viel damit. Das kriegst du halt nicht jeden Tag mit. Aber das ist ja da. Ne? Und wir müssen halt schauen, dass wir so Interviews wie dieses vielleicht idealerweise demnächst auf Englisch machen, um ein bisschen inklusiver für alle zu sein. Und das ist auch... Ich würde mich freuen, wenn mehr Leute mehr international denken würden. Ich bin aber niemandem böse, weil er es nicht tut. So, das ist, wir alle leben in unseren kleinen Silos den ganzen Tag. Und wenn ich den ganzen Tag nur Deutsch rede, dann rede ich auch nach draußen Deutsch, höchstwahrscheinlich. Finde ich nicht, also ich bin da niemandem böse. Ich finde es schade. Wäre cooler, wenn wir mehr auf Englisch machen würden. Aber die Reise geht da ja auch hin. Aber da passiert was. Die meisten Typo-3-Camps sind ja inzwischen auch schon komplett auf Englisch, in Fellen ja sowieso, aber ich habe heute Morgen mit dem Kollegen aus Wien gesprochen, die es ja auch eigentlich weitgehend Englisch abhalten, weil da die Gäste aus Italien und Ungarn kommen. Generell wäre, glaube ich, immer noch zu wünschen, dass mehr Contribution käme. Also die Community ist im Vergleich zu anderen Systemen nicht so stark oder nicht so aktiv. Ja, also... Wenn man das jetzt sehr drastisch formuliert, sage ich, so richtig Community haben wir eigentlich gar nicht. Natürlich hast du Leute, ich meine, wir sitzen jetzt auch hier zusammen, ne? Also wir haben kein unmittelbares Geschäftsverhältnis, aber die Typo-3-Community ist stark durchsetzt von Profis. Ne? Das sind Agenturen, die hochprofessionell arbeiten, die ihr Geld damit verdienen. Wir haben wenig, ich sag mal, den klassischen Open-Source-Enthusiasten. Ne, so der hinsetzt, oh, ich contribute jetzt mal was zurück. Ja, einfach wenn er mit seiner Arbeit fertig ist, dann noch ein bisschen weiter bastelt, ja. Ne, also das passiert irgendwann dann später. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Gesamt-Contribution-Zahlen bei Open Source global rückläufig sind, massiv rückläufig sind. Und das hängt einfach damit zusammen, dass wenn du, weiß ich nicht, jetzt heute aus einer Highschool kommst, dann bist du, 16. Wir haben vor 20 Jahren mit Open Source angefangen. Open Source ist nicht mehr was Neues. Das ist nicht mehr diese ich nenne das mal Rebellious Subculture. Ne? So, wir machen was anders. Das ist für die einfach gesetzt. Ne? Ich muss irgendwas bauen, ich gehe auf GitHub und gucke, was ich Open Source finde. Das ist, für die ist das normal, dass es das gibt. Und wir sind nicht die Einzigen, die das Problem haben. Das hast du bei Symfony, das hast du bei Laravel, das hast du bei Drupal, das hast du überall. Dass die ganzen neuen Leute, die nachkommen, tatsächlich, für die ist Contribution, das ist nicht auf dem moralischen Kompass und gar nicht wertend, sondern einfach, früher war das so, wir mussten Software teuer kaufen und haben dann festgestellt, wir kriegen da was für umsonst und dann hat zumindest bei mir meine Moral so zugeschlagen, also, da muss ich auch irgendwas zurückgeben, weil das für mich halt einfach, mein Tätowierer sagt, immer korrekt bleiben, weißt du, so, und das ist genau die Mentalität dahinter und das hast du einfach nicht und das ist, wie gesagt, ein Problem, das tatsächlich global besteht. Das hat jede Open-Source-Community und wie wir das lösen, wird die Zeit zeigen. Also, bessere Antwort habe ich leider nicht, außer contributed mehr. Okay, das haben wir ja vorhin schon aufgerufen. Vielleicht hat der eine oder andere auch noch eine Idee, wie man mehr Menschen zur Mitarbeit, zur Mitwirkung am Open-Source-System generell unterstützen oder auffordern kann. Ja. Du bist ja auf vielen Camps unterwegs, auf vielen Veranstaltungen. Im Vergleich dazu, das Typo-3-Camp hier in Essen, ehrliche Meinung? Groß, gut. Also, macht mir total Spaß. Also, das ist eine völlig andere Sache. Ich bin jetzt nächste Woche in Nantes, in Frankreich. Da sind wir halt 25. Das hat natürlich nochmal so einen anderen familiären, kollegialeren Vibe, was ich ein bisschen schade finde und ich habe noch keine Lösung dafür gefunden. Die 2 Tage hier auf dem Camp sind zu kurz, um mit allen Leuten, die ich hier sehe, sprechen zu können, weil das die Zeit einfach leider nicht hergibt. Ich hoffe, das nimmt mir niemand übel. Das ist nicht, weil ich irgendwen nicht mag oder so, sondern einfach der Tag hat halt nur 28 Stunden und die muss ich halt auch irgendwie durchbekommen. Aber ansonsten ist ein großes Camp gut, ist bei mir um die Ecke, ich kann zu Hause schlafen, großes Plus. Ich bin gerne hier, immer. Ja, das war der Matthias Schreiber von der Typo 3 GmbH hier in Essen auf dem Typo 3 Camp. Vielen Dank. Gerne. Und viel Spaß wünsche ich euch noch.